Was ich mich frage, wie weit sind wir denn schon in Deutschland? Weil in Amerika ist es ja im Vergleich schon viel größer, ja, die Cancel absolut, Culture. Absolut. Werden wir, wie sind die gesellschaftlichen Auswirkungen auf uns? Werden wir noch mehr steigen in der Cancel Culture? Wird es zurückgehen? Wie prognostizieren Sie es für Deutschland? Das ist sehr schwer zu prognostizieren, weil ich natürlich noch nicht bereit bin zu sagen, wie immer machen wir alles mit 10 Jahren Verzögerung nach, was die Amerikaner vormachen. Mhm. Sie haben vollkommen recht, der Zustand in Amerika, auch in England, ist noch viel, viel schlimmer als bei uns. Trotzdem muss man die Wokeness als eine sehr, sehr gefährliche kulturrevolutionäre Bewegung begreifen. Ich kann Ihnen aber ganz kurz erklären, warum es so ist, dass obwohl viele, nicht nur in den Medien, auch Politiker das absurd finden, auch gegen das Gendern sind, also über 70% der Bevölkerung ist gegen das Gendern, viele Politiker sind dagegen. Warum wird es trotzdem gemacht und trotzdem durchgesetzt oder solche Verrücktheiten wie kulturelle Aneignung?